Ein Trapez zeichnen. Ein Trapez können Sie in den Modulen Reiter, Kalk, Impress, Draw und Base zeichnen. In diesem Beispiel arbeiten Sie mit Draw. Wählen Sie im Menü Ansicht Symbolleisten Zeichnung. Wählen Sie in der Symbolleiste Zeichnung bei Grundformen das Trapez-Symbol und zeichnen Sie ein Trapez. Das Trapez wird als Zeichenobjekt eingefügt. In der Seitenleiste mit Steuerung plus F5 bei Eigenschaften können Sie bei Position und Größe die gewünschten Maße für das Trapez eingeben. Geben Sie für die Breite des Trapezes, dies entspricht der oberen Linie, zum Beispiel 6 cm ein. Für die Höhe geben Sie 5 cm ein. Um nun die untere parallele Linie zu bestimmen, markieren Sie das Trapez. Das markierte Trapez hat einen Punkt in der linken unteren Ecke. Damit wird die untere Linienbreite eingestellt. Um aber ein genaues Maß für die untere Linie zu erhalten, wird eine Maßlinie in der gewünschten Breite als Hilfe aufgezogen. Hier im Beispiel 4 cm. Markieren Sie das Trapez und die Maßlinie. Rechtsklicken Sie und wählen im Kontextmenü Objekte ausrichten, zentriert. Markieren Sie nun das Trapez. Vergrößern Sie die Zoomstufe, um genau einstellen zu können. Halten Sie den Punkt der linken unteren Ecke mit der linken Maustaste fest und ziehen Sie ihn nach links oder rechts. Die beiden Enden der unteren Trapezlinie verschieben sich dabei nach außen oder innen. Verschieben Sie den Punkt, bis die untere Linie des Trapezes der vorgegebenen Maßlinie von 4 cm entspricht.